Sie hören die dritte Folge des Werkes von Kim Jong-il. Der Sozialismus ist eine Wissenschaft, das er am 1. November 1994 veröffentlichte. Die Beschränktheit der bestehenden, auf der materialistischen Geschichtsauffassung basierenden Theorien machte sich bei der Gestaltung des Sozialismus nach der Errichtung seiner Ordnung deutliche Dinge bemerkbar. Im Allgemeinen verstärkt sich in der gesellschaftlichen Bewegung die Rolle ihres Subjektes, der Volksmassen, desto mehr, je weiter die Gesellschaft voranschreitet. Das hängt damit zusammen, dass sich mit der Entwicklung der Gesellschaft das souveräne Bewusstsein der Volksmassen erhöht und deren schöpferische Fähigkeiten zunehmen. Im Sozialismus nimmt die Rolle der Volksmassen als Subjekt der gesellschaftlichen Bewegung beispiellos zu. Der Sozialismus ist eine Gesellschaftsformation, die sich dank der schöpferischen Kraft der Volksmassen weiterentwickelt, die mit hohem ideologischem Bewusstsein gewappnet und zu einer Einheit zusammengeschlossen sind. In der sozialistischen Gesellschaft erweisen sich die Umerziehung des Menschen und die ideologische Umformung als eine wichtigere und vordringlichere Aufgabe als die Schaffung der materiell-ökonomischen Bedingungen. Nur wenn der Umerziehung des Menschen Vorrang eingeräumt wird, ist es möglich, das Subjekt der Revolution zu konsolidieren, seine Rolle zu verstärken und den Sozialismus erfolgreich aufzubauen. Wenn man in der sozialistischen Gesellschaft den objektiven materiell-ökonomischen Bedingungen entscheidende Bedeutung beimisst und sich nur an den Wirtschaftsaufbau klammert, dabei aber die ideologische Umerziehung der Volksmassen vernachlässigt und es versäumt, das Subjekt der Revolution zu festigen und seine Rolle zu verstärken, kann der gesamte sozialistische Aufbau nicht richtig vorangetrieben werden und der Wirtschaftsaufbau selbst nicht frei von Stagnation sein. Nicht selten traten solche Erscheinungen in bestimmten Ländern auf, die einst den Sozialismus gestalteten. Die Renegaten des Sozialismus nutzten dies als Chance, befassten sich mit dem Spiel der Perestroika, sie verübten so konterrevolutionäre Handlungen und führten die Zerstörung der sozialistischen Wirtschaftsordnung selbst herbei. In der Vergangenheit entwickelten die Begründer des Marxismus die Lehre vom Sozialismus weiter und legten dabei das Hauptgewicht auf die materiell-ökonomischen Bedingungen. Das steht damit im Zusammenhang, dass sie vor der wichtigen historischen Aufgabe standen, die reaktionäre Theorie der Bourgeoisie zu besiegen, die auf Mystizismus und Fatalismus basierte, wobei sie den Kapitalismus heiligte und dessen Ewigkeit predigte. Nun aber treten die Verräter am Sozialismus heute mit Illusionen über den Kapitalismus mit Doktrinen auf, die das Materielle und die Wirtschaft über alles stellen, um diese überholte Gesellschaft zu restaurieren. Den Sozialismus auf ein neues wissenschaftliches Fundament zu stellen, das ist eine überaus aktuelle Aufgabe mit dem Ziel, nicht nur die historische Begrenztheit der vorangegangenen Lehre vom Sozialismus zu überwinden, sondern letzteren auch vor dessen Entstellung durch die Opportunisten aller Schattierungen und vor dem Angriff der Imperialisten zu verteidigen. Die historische Aufgabe, den Sozialismus auf ein neues wissenschaftliches Fundament zu heben, wurde hervorragend dadurch gelöst, dass der große Führer Genosse Kim Il-sung die Zhuzhi-Ideologie begründete und auf dieser Basis die Theorie des Sozialismus schöpferisch entwickelte. Der hochverehrte Führer entdeckte den philosophischen Grundsatz, dass der Mensch der Herr aller Dinge ist und alles entscheidet. Er erhellte in neuer Weise die Gesetzmäßigkeit der gesellschaftlichen Bewegung als eine Bewegung des Subjektes und stellte damit den Sozialismus auf ein neues wissenschaftliches Fundament. Das sozialistische und kommunistische Werk von der Zhuzhi-Ideologie umrissen, ist die eigene Sache der Volksmassen beim vollständigen Verwirklichen ihrer Souveränität. Die vom Genossen Kim Il-sung wissenschaftlich systematisierte Theorie des Sozialismus legt das Hauptgewicht auf den Menschen und stellt die Volksmassen in den Mittelpunkt. In unserem Sozialismus sind die Volksmassen Herr aller Dinge, alles dient den Volksmassen und die Gesellschaft entwickelt sich durch die vereinte Kraft der Volksmassen. Die von der Zhuzhi-Ideologie ausgehende Theorie des Sozialismus klärte, den Menschen ins Zentrum rückend, wissenschaftlich fundiert, das Wissen des Sozialismus und die Gesetzmäßigkeit seiner Entwicklung. Davon ausgehend beleuchtete sie die Notwendigkeit, den Kampf um die Einnahme der zwei Festungen des Sozialismus und Kommunismus,
der ideologischen und der materiellen dynamisch zu führen und dabei dem Ringen um die Eroberung der ideologischen Festung unbeirrt den Vorrang einzuräumen, um den Sozialismus erfolgreich aufbauen zu können. Die Wissenschaftlichkeit und Wahrheit unserer eigenen Theorie des Sozialismus bestätigten sich durch die praktische Erfahrung aus unserer Revolution. Unser Volk begann in einer Situation der Rückständigkeit der kolonialen und halbfeudalen Gesellschaft mit dem Kampf um den Sozialismus. Es musste unter ungewöhnlich schweren Bedingungen die Revolution verwirklichen und den Aufbau meistern. Unsere Partei konnte sich aber hervorragend den Weg zum Sozialismus bahnen, weil sie die Volksmassen stets gemäß den Forderungen der Sozi-Ideologie organisatorisch und ideologisch ehren um sich und den Führer zusammenschloss, weil sie die Arbeit zur Konsolidierung des Subjektes der Revolution und zur Verstärkung seiner Rolle als Hauptsache im Auge behielt. Unsere Partei stellte beim sozialen Aufbau die Umerziehung des Menschen und die ideologische Umformung unbeirrbar allen anderen Arbeiten voran. So festigte sie allseitig die politisch-ideologische Macht unserer Revolution, die selbstständige Nationalwirtschaft und die auf Selbstverteidigung orientierte Militärmacht, so dass sie auch in der heutigen komplizierten Lage unerschütterlich die Revolution und den Aufbau zügig beschleunigen kann. Die praktische Erfahrung zeigt eindeutig, dass der Sozialismus unseres Landes höchst wissenschaftlich und lebensfähig ist.